Hi! Hallo! Wir haben heute ein großes Update für euch, was uns am Herzen liegt. Es geht um das Thema Covid-19 hier explizit in Thailand. Ja. Da würden die Jasmin und ich gerne mit euch drüber reden. Da haben wir eine sogenannte Agenda-List erstellt, aber jetzt nicht nach Priorität, sondern nach einer sinnvollen Reihenfolge für uns ausgesehen. Nicht wundern, ich gucke ab und zu mal hier runter auf den Laptop, da ist die Liste, damit ich jetzt keinen Punkt vergesse. Ich gehe mal die grobe Liste, gehe ich mal durch. Als erstes haben wir das Thema aktuelle Lage. Das bedeutet Gerüchteküche auf Social Plattformen, betreff auch Glaubwürdigkeit. Ganz oft haben mich, das heißt ganz oft viele Spicy Thai die uns, also Spicy Thai Fans, die uns verfolgen, haben mich angeschrieben: Hey T, wie ist denn die aktuelle Lage? Und dann habe ich gehört, dass der Flugverkehr eingestellt werden sollte, internationaler Flugverkehr, dass alles dicht sein soll, etc. pp. Und so weiter. Darauf würden wir gerne eingehen. Dann sehe ich gerade, genau. Dann der nächste Punkt: Lohnt es sich überhaupt noch nach Thailand zu kommen? Das bedeutet, nach Thailand kommen, komme ich denn überhaupt wieder weg von Thailand? Wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist: Ihr seid schon hier, was könnt ihr alles machen? Was hat alles geöffnet? Was sollte ich eher vermeiden? Ja, der nächste Punkt ist: Wie ist die Anspannung hier zu spüren? Also kommt einem überhaupt so richtig dieses Urlaubsfeeling auf oder sieht man überall nur noch gestresste Leute? Ja, und dann am Ende würden wir gerne an euch appellieren. Aber fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, Jasmin. Das ist die Gerüchteküche auf Social Plattform, Glaubwürdigkeit. Mhm. Da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ich hatte ein Gespräch gehabt in der Botschaft, hier in Bangkok, nicht hier in Bangkok, sondern in Thailand, Bangkok. Und der ist, ich dachte, der flippt echt aus. Ja. Aufgrund, weil er mich gefragt hat, auf welchen Plattformen ich war, weil ich ihn gefragt habe, wie das ist mit Rückholaktionen, wenn die Flüge storniert etc. pp. Und da ist er echt laut geworden, hat gemeint, von woher habe ich diese Info? Was sind meine Quellen? Und ich studiere Media Conception and Production und da hatte ich in einem Semester beim Herrn Bernhard, ich grüße auch Herr Bernhard, meinem Prof von der Hochschule Rhein-Main, da hatten wir das Fach gehabt Kommunikationswissenschaft. Welche Plattform schenke ich welche Plattform haben eine sogenannte Glaubwürdigkeit? Wie hoch setze ich mein Vertrauen ein? Da ist, wie gesagt, nochmal zurück zu dem Thema Botschafter, der ist echt ausgerastet, weil ich zu ihm gesagt habe, ja, ich habe mal auf Facebook was gelesen auf manchen Plattformen und da hat er gemeint, bloß nicht darauf achten. Klar, es ist schön und gut, wenn die Leute sich untereinander Informationen austauschen, aber trotz allem, ja, also glaubwürdige Institutionen sind für mich die Tagesschau, FAZ, New York Times. Das sind News, auf denen ich vertrauen kann. Das sind Institutionen, die es schon lange gibt. Und denen würde ich Glaubwürdigkeit schenken. Nicht auf Facebook, Twitter, Instagram oder so. Genau, die ganzen offiziellen einfach. ARD, ZDF, gibt ja ganz viele Nachrichtensender auch. Wie gesagt, Social Media wird halt oft einfach auch Panik gemacht. Haben wir auch schon mitgekriegt von Leuten, die Tee angesprochen haben. Von daher schaut, wo ihr eure Infos her habt und lest euch die Sachen auch genau durch, weil oft kommen auch Missverständnisse auf, weil Leute einfach nicht richtig lesen. Haben wir auch schon gehabt und bleibt ja, einfach ruhig. Das ist am Ende wie stille Post. Ja. Also Person A fängt an, etwas zu erzählen und bis es bei Person Z ankommt, sind das nur die halben oder die falschen News teilweise. Also ich muss aber sagen, ich finde es gut, dass so viele mich angeschrieben haben, hey T, kommt ihr überhaupt noch nach Hause? Wie ist denn die aktuelle Lage? Wie würdet ihr das bewerten? Ey, ich habe gehört, T, dass dies und das.
Ich finde es gut, dass so viel Feedback kam und immer noch weitermachen bitte, aber ich appelliere trotzdem an Leute, also an euch alle, lest bitte die News genau durch. Ich hatte letztens, hat mich jemand angeschrieben, hey T, ich habe gehört, der Flugverkehr wird komplett eingestellt. Dann habe ich gleich nachgefragt, welche Quelle, von woher die Person die Information hat. Und da habe ich direkt nachgelesen, da stand nämlich nur drauf, die thailändische Airline stellt den Flugverkehr ein. Also nicht den internationalen Flugverkehr. Und da muss man wieder wirklich differenzieren und richtig durchlesen. Leute, lest euch die News richtig durch, bevor ihr auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram irgendwelche News verbreitet, die nur teilrichtig sind, weil das ist wie ein Flächenbrand, der dich verbreitet und zu vollkommen falschen Neuigkeiten führt. Aber trotz allem, bitte weitermachen, tauscht euch die Informationen aus, die ihr wisst, aber bitte wirklich die richtigen Informationen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich schaue gerade mal, ob ich vielleicht irgendeinen Punkt vergessen habe. Ich kann vielleicht noch was zur aktuellen Lage hier in Thailand sagen. Wir haben im Moment die offiziellen, also Daten, was es gibt, haben wir 827 Infizierte. Das ist gar nicht so viel, oder? Nein, ist nicht viel, aber es war noch vor zwei Wochen waren es gerade mal ca. 44 Fälle. Also das geht auch hier relativ drastisch nach oben. Ich mische die Worte wieder. Aber ja, die ergreifen hier halt schon relativ früh recht strenge Maßnahmen, worauf wir später dann noch eingehen werden. Und Todesfälle gibt es offiziell bis jetzt 4 Stück. Ansonsten, denke ich, haben wir zu dem ersten Punkt soweit alles genannt, was uns jetzt so eingefallen ist, was uns wichtig war. Ja. Also ich schaue gerade nochmal, damit ich bloß nichts vergesse. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Gerüchteküche auf solchen Plattformen. Wie viel Glaubwürdigkeit schenke ich denen? Ganz, ganz wichtig. Daraus erschließe ich natürlich dann, welche Institutionen glaube ich. Leute, Tagesschau, FAZ, New York Times, das sind so die richtigen Quellen und nicht die Bild-Zeitung oder Instagram, ganz, ganz wichtig. Aber tauscht euch trotzdem Informationen aus, aber die richtigen Leute, ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Damit es am Ende nicht zur stillen Post wird. Mhm. Okay, der nächste Punkt ist, lohnt es sich überhaupt nochmal nach Thailand zu kommen? Ich kriege immer wieder Mails, hey T, Jasmin, oder Jasmin T, der Esel nennt sich immer zuerst. ich sage einfach mal Spicy Thai. Viele sagen es ja auch. Lohnt es sich denn überhaupt noch nach Thailand zu kommen? Ich habe einen Flug, der geht in ein paar Tagen und komme ich überhaupt noch nach Hause? Wie siehst du das, Jasmin? Also ich würde... Also jetzt alles subjektive Bewertung, ganz wichtig, Leute. Ne? Zur momentanen Lage würde ich einfach sagen, wenn ihr jetzt geplant habt, noch hier nach Thailand herzukommen, lasst es. Ihr könnt ja mittlerweile bei allen Fluggesellschaften oder bei den meisten könnt ihr stornieren kostenlos oder umbuchen auf einen anderen Zeitraum, weil auch hier einfach die Maßnahmen, sage ich, schon relativ weit vorangeschritten sind, was bedeutet, dass wir ab morgen sowas wie eine Ausgangssperre haben für Bangkok. Ja, die wird aber auch noch bekannt gegeben, wie hart sie eingegrenzt wird. Da wissen wir momentan noch nicht viel, wie gesagt, weil es halt erst morgen in Kraft tritt. Was man schon weiß, ist einfach, dass dann halt Parks und Malls geschlossen werden. Supermärkte bleiben natürlich auf. Restaurants dürfen wahrscheinlich nur noch Essen zum Mitnehmen rausgeben. Und ansonsten warten wir jetzt einfach mal ab, weil da jetzt groß zu spekulieren oder Panik zu machen bringt nichts, ist eh wie es ist. Und, also unsere Empfehlung ist... Ja, im Moment vielleicht... Verschieben. Verschiebt. Geht auf Nummer sicher, weil wenn euer Flug nicht rückerstattet wird, dann habt ihr echt enorme Kosten. Wir haben mal geschaut, die Tickets, ihr kriegt teilweise nur noch Business-Class-Flüge, weil die Leute wirklich alle Panik bekommen haben und die Flüge...
gebucht haben. Ja. Muss aber auch sagen, Lufthansa fliegt zurzeit noch. Also wir haben hier ein Pärchen kennengelernt. Sie sind gestern zurückgeflogen mit Lufthansa, hat gemeint, alles okay. Mhm. Auch mit Thai Airways die Informationen. Obwohl ja wieder eigentlich auf dem Blog drauf stand, Thai Airways stellt die Flüge ein, obwohl sie gestern wieder, nee, vorgestern wieder geflogen sind. Leute, das ist halt wieder die Gerüchteküche. Okay, trotz allem, wir würden es euch nicht empfehlen, verschiebt den Flug lieber auf einen anderen Zeitraum diesem Jahr oder auf nächstes Jahr, weil ja, genau, ihr wisst nicht, ob die Kurve nach oben geht von Infektionen und der kommende Luftverkehr eingestellt wird. Darauf muss man sich wirklich einstellen. Also ja. Schon in Amerika, ich glaube, da hat sich die Krankheitswelle verdoppelt, oder? Ich habe heute Morgen Nachrichten angeschaut, alle zwei Tage. Soll es sich da verdoppeln, die Anzahl der Neuinfizierten, die getestet worden sind? Ja, und wie gesagt, wir checken auch jeden Tag unsere Flüge oder unseren Flug oder schauen, ob es Neuigkeiten gibt, was unsere, wir fliegen mit Katar, was es da für Neuigkeiten im Allgemeinen gibt. Und wie gesagt, man erreicht im Moment die Leute oder die Angestellten, die Mitarbeiter von Katar relativ schlecht. Von daher schauen wir einfach, was online zu sehen ist und hoffen einfach, dass unser Flug in zwei Wochen noch geht, wobei sich das von Tag zu Tag ändern kann. Was ich euch noch geben kann, den Tipp, da habe ich uns beide angemeldet, das ist vom Auswärtigen Amt, das heißt Elefant mit D hinten, .diplo.de. Auf der Seite könnt ihr euch auf eine Rückholliste eintragen, dass, falls gar nichts mehr geht und hier so ein richtiges Lockdown ist, dass ihr zurückgeholt werdet von Deutschland. Aber da müsst ihr euch dann halt registrieren und ich denke, das ist auch mit Warteliste verbunden. Aber ja, so eine kleine Sicherheit für uns einfach und auch für euch. Und wir werden dann auch nochmal die Adresse unten in der Description Box für euch reinschreiben, falls ihr das auch machen möchtet. Und ja, wie gesagt, im Moment Thailand schwierig, weil es auch hier immer mehr Fälle gibt und immer mehr Vorschriften einfach. Ja, ja. Und ganz, ganz viele Shops haben wir ja auch schon gesehen, die machen zu. Ob es Restaurants sind, ob es Souvenirshops sind. Haben wir schon erwähnt, genau. Genau. Ja, also wir würden es euch nicht empfehlen. Hm. Ihr müsst aber selber entscheiden. Und kommen wir mal zum nächsten Punkt. Nächster Punkt ist, ihr seid schon hier. Was kann ich alles machen? Was hat geöffnet? Was hat geschlossen? Und wie ist allgemein hier das Feeling? Also das Feeling, also zu dem Thema kommen wir noch. Was kann ich alles machen? Also wir haben zum Glück vor drei Tagen haben wir eine Inseltour gemacht, die Similan Island Tour. Mhm. Ich gehe mal davon aus, nach der Ausgangssperre, was heißt Ausgangssperre, also nach dem Notfallstand, werden die Touren nicht mehr angeboten. Mhm. Da haben wir, also wir gehen mal stark davon aus, aber wir fragen natürlich nochmal, ob das trotzdem möglich ist. Wir fragen das für euch. Aber wir gehen davon aus, weil es ja auch eine Menschenansammlung, 15, 20 Personen in einem Boot sind. Ihr wisst ja, die Thais quetschen die ganzen Urlauber in einem Boot. Mhm. Und wir gehen stark davon aus, dass das nicht stattfinden wird. Macht ja auch Sinn, finden wir auch gut. Aber wir hatten Glück gehabt, dass, dass wir mitmachen konnten. Ja. Klingt jetzt ein bisschen paradox. Aber wir haben schon versucht, natürlich immer die Hände zu desinfizieren und Abstand zu den Leuten zu halten. Ja, aber der Trip war trotzdem sehr, sehr schön. Also muss man schon sagen. Ja, was ist denn geschlossen? Jasmin hat es ja vorhin schon erwähnt. Hotels, Restaurants, damit meine ich größere Restaurants. Jetzt nicht Moody's Street Kitchen, sondern große Restaurants haben geschlossen. Aus dem Grund, klar, Menschenansammlung, dann lohnt es sich gar nicht mehr. Die müssen ja auch Personal bezahlen, Strom müssen sie bezahlen. Dann ja, die Lebensmittel einfach, die sie haben, die werden ja schlecht, wenn keiner kommt. Und die müssen das ja alles vorstrecken. Und was halt T schon gesagt hat, dass Mutis Küche hat offen, aber auch da gibt es schon viele, die einfach zu haben, weil kein Kunde kommt und die sich es nicht leisten können, einfach
den Laden aufzulassen. Ja, abgesehen von Moody's Street Kitchen, wo die ganzen Einheimischen essen, weil ihr wisst ja, die Thais kochen nicht zu Hause. Die essen fast immer auswärts. Da die haben halt geöffnet. Auch nicht alle. Auch nicht alle, genau. Und viele in Bangkok haben dann auch viel Takeaway sogar. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, finden wir auch gut. So wie in Deutschland einfach. Ist ja momentan auch so, dass man, wenn möglich, zu Hause bleiben soll. Und Speisen, Getränke, alles nur noch zu mitnehmen, was auch sinnvoll ist und gut so. Ja, ich gehe nochmal die Punkte durch. Hotels, viele Hotels haben geschlossen. Mhm. Nicht alle, aber viele. Lohnt sich ja gar nicht. Wie gesagt, die müssen Personal bezahlen. Es werden auch immer mehr. Ja, es werden auch immer mehr, also es wird immer schlimmer. Mhm. Dann, also wir haben Glück, dass wir hier im Chatin sind, so wie im letzten Jahr. Der Uwe wurde uns, lass mal erklären. Also der Person, der das gehört, die wollte erst uns nicht reinlassen, weil sie gesagt hat, es wäre ihr zu gefährlich. Aber da der Uwe uns kennt und Uwe uns mal kurz gesehen hat, ist er davon ausgegangen, dass wir nichts haben. Deswegen danken wir uns auch vielmals an Chatin. Ja, und was man erwähnen muss, das Hotel oder das Gästehaus hier ist eigentlich geschlossen. Was bedeutet, wir sind die einzigsten Gäste, wir versorgen uns halt auch selbst hier. Also versorgen bedeutet, wir machen den Raum selber sauber. Genau, das muss man einfach wissen, weil wie gesagt, normal ist zu und wir haben Glück gehabt, dass wir ihn kennen und hier übernachten dürfen. Ja, das da nochmal wirklich ein riesen Danke an Uwe und Chatin. Ja, schau gerade nochmal. Shopping Malls, MBK, Siam Center haben zu. Dann größere Märkte. Ich habe mit einer Person, die verfolgt unseren Kanal. Und sie hat mir gesagt, sie war Sonntag am Chuck-O-Chuck-Markt, aber der Ausnahmezustand wurde ja erst am Dienstag verhängt. Und deswegen gehen wir da stark davon aus, dass der Chuck-O-Chuck-Markt nicht stattfinden wird. Ja, was man dazu vielleicht noch sagen muss, erst ab morgen werden ja diese Ausgangssperren offiziell auch für Bangkok verbreitet oder einfach gesagt, wie die Lagen sind da, einfach was man darf, was man nicht mehr darf. Deshalb denke ich, waren auch noch einige Märkte auf, was sich dann wahrscheinlich ab morgen auch nochmal ändern wird, aber da werden wir euch ein Update geben, wenn wir Bescheid wissen. Und für alle, die jetzt vielleicht diesen Sonntag zum Chuck-O-Chuck-Markt gehen wollen, diesen Sonntag bedeutet, wartet mal, ich schau gerade mal. Ja. Das ist also am Dienstag, den 24. März, hat der Premierminister den Ausnahmezustand angekündigt und durchgeführt wird er am Donnerstag, 26. März, also morgen zu unserer Zeit. Und falls jemand jetzt am Wochenende, den 28. und 29. März, in Bangkok auf den Chuck-O-Chuck-Markt gehen sollte und er geöffnet hat, dann bitte auf jeden Fall unten in der Beschreibung reinschreiben, hat geöffnet, damit wir einfach Bescheid wissen. Ja, genau. Ob wir das so gut finden, sei jetzt mal dahingestellt, weil Chuck-O-Chuck Weekend Market, ihr wisst ja, da sind tausende von Leute. Mhm. Also das ist ja ein Brutkasten für Viren. Ja, wobei ja im Moment nicht so viel los ist, da man aus vielen Ländern auch gar nicht mehr hierher reist oder allgemein der Reiseverkehr ja stark beeinträchtigt ist. Von daher wird es gehen, aber es sind natürlich trotzdem immer noch zu viele Menschen auf einem Platz. Wir finden das nicht so gut. Ist schade, weil wir mögen den Chuck-O-Chuck Weekend Market selber und den Apoa Floating Market. Aber das ist jetzt einfach so. Das muss man jetzt einfach akzeptieren. Und die verschwinden ja nicht, die Märkte. Man kann ja in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal hin. Okay. Dann schaue ich mal. Ach so, ja, was einfach nur mal so nebenbei erwähnt, wenn die Shops aufmachen, also so gewerbliche Shops, dann haben wir mitbekommen, dann zahlen die 100.000 Baht Strafe und dann ist natürlich voll nachvollziehbar, dass die das kein Shop aufhat. Ja, dazu muss man erwähnen, es gibt ja momentan, wir wollen uns ja auch tätowieren lassen und da hat uns einfach ein bekannter Tätowierer
Bescheid gegeben, dass die nicht mehr tätowieren dürfen bis voraussichtlich, ich glaube, 12. April oder 20. Nee, offiziell 31. März, aber wir gehen stark davon aus, das wird verlängert. Das wird verlängert und er hat halt gemeint, wenn die einen erwischen, dass man trotzdem tätowiert, dann ist das bis zu 100.000 Baht Strafe und das ist für die natürlich viel. Das sind roundabout 2.500 Euro, Leute. Deshalb lohnt sich das nicht und man geht auch das Risiko einfach nicht ein. Ja, dann das vorletzte Thema. Wie ist die Anspannung in Thailand zu spüren? Urlaubsfeeling überhaupt? Kommt Urlaubsfeeling? Das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die ich über Spicy Thai erhalte. Also ich habe erst gedacht, das lässt mich kalt. Ich mache so mein Ding. Ich schalte die ganzen, die ganze Stimmung aus, was hier jetzt passiert. Aber es geht einfach nicht, Leute. Man vergisst es vielleicht mal für ein, zwei Minuten, wenn man gerade beim Essen ist oder wenn wir vloggen oder wenn wir am Strand liegen. Aber das holt einen immer wieder überall ein. Da erzählen die Leute was, da erzählen die Leute was. Ihr wisst ja, Khao Lak ist viel, sind viele Deutsche. Dann auf dem Handy, auf den ganzen Kanälen, also Facebook ist ja voll damit. Dann im Fernsehen, auf dem Laptop, wenn man YouTube schaut. Es gibt ja nur noch Videos über Covid-19, was wir natürlich auch gut finden. Aber entspannen hier, gerade zur Zeit überhaupt nicht, weil man hat auch so einen innerlichen Druck, ob Katar, also unsere Flug-Airline, überhaupt noch fliegt, ob wir nicht in 3 Minuten vielleicht jetzt gleich eine E-Mail bekommen, hey, your flight is cancelled, Sie haben Pech. Und das ist nicht ganz so prickelnd. Oder, Jasmin? Nee, also für mich ist das Ganze auch relativ stressig einfach, weil es alles so unsicher ist im Moment. Und wie er schon erwähnt hat, von Stunde zu Stunde kann sich's ändern. Und man genießt den Urlaub natürlich noch, aber man hat ja 50% von der Zeit doch immer im Hinterkopf, wo hat sich wieder was geändert. Man bekommt wieder neue News und muss gucken, stimmen die überhaupt oder wie viel Wahrheit steckt da drin. Es ist im Moment doch schon, also finde ich, sehr stressig, aber gut, ja, man es ist schon, wie es ist. Und es ist ja auch gut, dass so viel berichtet wird, ja, damit man einfach... Man muss sich halt auch auf den Laufenden halten. Also Jasmin schaut sich jeden Abend gefühlt 2 Stunden lang Neuigkeiten an. Ja, Tagesschau. Die Tagesschau. Also Sachen halt, die wieder ganz wichtig, die offiziellen Institutionen. Aber man merkt auch einfach hier, und man merkt es auch selber an sich, wenn mal jemand hustet oder niest, man guckt dann schon ganz komisch und denkt, okay, ich halte lieber mal Abstand. Die Person muss ja keinen Covid-19 haben, aber das ist schon so langsam im Kopf einfach drin, dass man da dann denkt, okay, ich rutsche lieber einen Meter weiter weg und tu gleich mal wieder meine Hände desinfizieren oder wenn möglich einen Mundschutz, der ja eigentlich auch nicht viel bringt, außer man ist selber infiziert. Ja, aber es ist schützt gut. Einfach davor, dass man sich mit in Nase und Mund langt. Es ist gut. Ich finde es viel besser, zu vorsichtig zu sein, als zu nachlässig. Mhm. Aber das Urlaubsfeeling jetzt gerade, das kommt mir nicht so auf. Aber nee, ist auch voll nachvollziehbar, weil ja, die Leute schützen sich überall. Alles hat geschlossen, die Leute sind weg. Klar, der eine sagt jetzt, hey T, du bist alleine am Strand oder ihr beide seid alleine am Strand. Aber es bringt auch nichts, wenn man mal die 2-3 Leute sieht, dass man in den Augen so ein bisschen die Anspannung ansieht. Das ist dann schon, ja, nicht so toll. Und ich habe kein Problem, wenn ein paar Leute mehr am Strand sind und da einfach das gute Feeling rüberkommt. Die Leute haben dann Spaß. Die Bars, ja, okay, die Bars brauchen wir nicht, aber das ist halt einfach Thailand. Man läuft durch die Straße, da ist ein bisschen Musik, da sind die Leute am Reden im Restaurant, aber das ist ja gar nicht der Fall. Wir laufen hier durch Khao Lak und das ist wirklich wie als würde ich, falls jemand Rottenbergen kennt, das ist in Gründau, das ist wirklich, wenn ich samstagabends um 19 Uhr durch die Schubertstraße in Rottenbergen laufe. Das ist genau das gleiche Feeling. Und das ist halt einfach schade. Es ist einfach schade. Man hat zwar das Dorf für sich, also man hat zwar gefühlt hier alles für sich alleine,
Aber das macht halt einfach Thailand nicht aus, finde ich. Nee, und wie gesagt, man sieht auch die Anspannung in den anderen Leuten einfach. Man ist nicht mehr so unbefangen einfach im Umgang mit anderen Menschen. Man hält Abstand und denkt, okay, komm, wir bleiben lieber für uns. Da wissen wir, dass im Normalfall nichts ist. Und man spürt es doch schon ganz arg, dass viele auf Distanz gehen, was ja auch in Ordnung ist. Aber einfach die Leichtigkeit ist weg, wie es im Urlaub sein soll. Ja, ich sag's mal so, wenn ihr am Pool liegt und euer Buch liest und ihr wollt allein am Pool sein, dann seid ihr genau richtig. Aber wir mögen das Leben in Thailand, durch die Straßen zu laufen und einfach... Da riecht man was Gegrilltes, da hört man gut gelaunte Leute, da das Lachen. Und das ist so, das verbindet alles so, diese Urlaubsfeeling. Das hast du hier einfach. Und das habt ihr einfach hier nicht mehr. Oder wir. Und das finden wir einfach schade, weil die Leute sind sehr ruhig und hört nichts mehr. Und viele von euch denken jetzt vielleicht, ey, T, willst du da für die Lautstärke haben? Aber nein, aber es geht einfach um dieses Urlaubsfeeling, was man mit Geräuschen, Düfte verbindet. Ja, ja. Und hier wird kaum was gegrillt, gekocht, gelacht. Leider nicht mehr so viel. Ja, ja. Kommen wir zum letzten Punkt. Wir würden gerne an euch appellieren. Ein paar Punkte. Ich würde gerne anfangen, wenn es okay wäre. Wenn ihr euch News anschaut oder irgendwelche Blogger-Seiten von irgendwelchen YouTubern, schaut, wie viel Glaubwürdigkeit ihr denn schenkt. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ihr Nachrichten verbreitet oder Kommentare oder was weiterverlinkt oder selbst was editiert, dann schaut wirklich, woher kommt diese Information, welche Quelle ist das und kann ich denn wirklich glauben. Ganz, ganz wichtig. Und bleibt zu Hause. Schaut, dass ihr nicht so... In Gruppen euch trefft. Wie gesagt, wir möchten jetzt auch nicht so viel appellieren jetzt. In Deutschland besonders, ihr wisst ja schon Bescheid. Und in Thailand wird es halt auch schon gut umgesetzt. Ja, nehmt halt einfach die Vorsorgemaßnahmen von euren Ländern ja ernst und wenn möglich haltet euch auch dran, weil wie gesagt, die machen das ja nicht einfach aus Jux und Tollerei. Das hat einen Grund und einen Zweck. Und wie gesagt, schützt euch einfach, haltet Abstand, wascht euch regelmäßig die Hände, die ganz normalen Dinge, die man einfach hört. Ja. Und bleibt zu Hause, wenn möglich, wenn ihr nicht raus müsst. Ich weiß, es ist schwer, aber im Moment ist, denke ich, einfach besser so. Ja. Und, aber das sind alles Informationen, die wisst ihr ja schon längst. Genau, respektiert es einfach, weil wenn man sich nicht dran hält, sieht man ja auch in andere Länder, dann werden die Maßnahmen natürlich noch drastischer. Und ich glaube, das will keiner von uns, deshalb... Nun kommen wir mal endlich zum Fazit. Mein Teil vom Fazit würde ich jetzt so beschreiben. Überlegt euch genau, ob ihr nochmal herkommen wollt. Es ist mit viel Risiko und Stress verbunden. Mhm. Vergesst nicht, ihr wisst nicht, ob ihr pünktlich zurückkommt. Das bedeutet, ihr müsst auch irgendwann Homeoffice wieder machen. Es hat vieles geschlossen, ihr seid eingeschränkt und Urlaubsfeeling kommt schon mal gar nicht hier auf. Mhm. Und wie ist es bei dir? Ja, also ich würde auch sagen, wenn möglich, verschiebt euren Aufenthalt hier in Thailand oder storniert es komplett, bis sich die Lage wieder gebessert hat. Denn es ist echt ein bisschen nervenaufreibend, die ganze Situation im Moment. Und ja, ich glaube... Das ist eigentlich alles, was man dazu im Moment, oder was ich sagen kann, dass ihr es einfach verschieben solltet, weil wir nicht wissen, wie lange es noch geht und es wird noch schlimmer und dann kommt ihr vielleicht nicht mehr heim und das ist dann noch mehr Stress. Ja, und mit Kosten verbunden, nicht vergessen, weil die Leute kaufen alle Tickets auf. Also wir haben selber nachgeschaut, es gibt nur noch Business-Class-Flüge für einen Flug 1500 Euro. Ja, Katar jetzt halt speziell haben wir geguckt, wie es bei anderen Fluggesellschaften aussieht. Wissen wir jetzt natürlich nicht im Einzelnen, da müsst ihr euch selber informieren. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte unten stellen, ganz, ganz wichtig, eure Kommentare. Wir sind jetzt noch in Thailand. Wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten, die ihr habt. Aber das meiste ist, glaube ich, schon beantwortet, was das Thema Covid-19 hier in Thailand angeht. Ja, oder auch, wenn ihr noch hier seid und vielleicht für uns Tipps habt oder
irgendwelche Neuigkeiten, die könnt ihr uns natürlich auch mitteilen, da sind wir auch dankbar dafür. Ja, bitte. Das ist uns ganz wichtig. Aber da auch wieder darauf achten, welche Quelle. Immer wieder die Quelle hinterfragen. Wer hat das geschrieben? Wer hat wo was gepostet? Aber lieber einmal zu viel schreiben als zu wenig, weil man kann ja der Information immer noch nachfragen, genau, von woher die kommt, genau, hinterfragen. Das Wort habe ich gesucht. Ja, dann war es jetzt das erste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch. Genau. Und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert uns. Bis dahin, liebe Grüße aus Thailand. Lasst es euch gut gehen. Und bleibt gesund. Ja, dann bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss.